Apple hat vor kurzem das neue iPad der 10. Generation vorgestellt. Es war ein Generationssprung, auf den wir lange gewartet haben. Endlich ein großes Redesign für das günstigste Standard-iPad. Und auch wenn der erste Eindruck auf mich ziemlich positiv war, hat es mich dann beim genaueren Betrachten doch ziemlich enttäuscht. Warum das so ist und warum ich dir das iPad der 10. Generation aktuell definitiv nicht empfehlen kann, das erfährst du in diesem Video. Du kannst in diesem Video außerdem bis zu 2 Apple-Produkte deiner Wahl im Wert von insgesamt bis zu 250 Euro gewinnen. Dafür musst du einfach nur einen Kommentar schreiben, welche Apple-Produkte du gewinnen möchtest und schon bist du im Lostopf für diesen Monat mit drin. Liken des Videos und Abonnieren des Kanals soll natürlich aber auch nicht schaden. Hierbei ist wirklich alles denkbar, egal ob 2 HomePod Minis, AirPods der 3. Generation oder eine Hülle für dein neues iPad. Die genauen Teilnahmebedingungen blende ich euch jetzt nochmal kurz ein, ihr findet sie aber auch in der Videobeschreibung. Schaut man sich das Design des neuen iPads der 10. Generation an, dann fällt einem auf, dass es sehr, sehr ähnlich zum iPad Air aussieht. Lediglich die Farben wirken auf den ersten Blick etwas unterschiedlich. Es gibt insgesamt 4 Farben zur Auswahl. Ein Silber, ein Rosé, ein Gelb und ein Blau. Ich finde es cool, dass Apple hier farblich wieder etwas wagt, vermisse aber etwas die Space-graue Variante. Schaut man sich dann die Abmessungen von dem Gerät an, dann fällt einem aber auf, dass das Gehäuse tatsächlich minimal unterschiedlich zum iPad eher ist und das iPad der 10. Generation auch etwas schwerer ist. Und welche Auswirkungen das hat, das erfahrt ihr später im Video. Eine der größten Änderungen finden wir dann auch direkt auf der Vorderseite, denn Apple verbaut jetzt endlich auch ein randloses 10,9 Zoll Display und dementsprechend ist jetzt der Home-Button mit Touch-ID natürlich auch von der Vorderseite verschwunden und wir haben jetzt genau wie beim iPad Air Touch-ID im Power-Button im Rahmen verbaut. Aber obwohl mich das Display auf den ersten Blick sehr überzeugt hat, kam dann ziemlich schnell die erste Ernüchterung, denn es ist nicht das gleiche Display wie im iPad Air der 4. oder der 5. Generation verbaut. Nein, das Display selbst ist grundsätzlich genau das gleiche, wie es auch im iPad der 9. Generation verbaut ist, nur dass es eben jetzt größer und randlos ist. Das heißt, wir bekommen keine Unterstützung für den P3 Farbraum, sondern nur für den sRGB Farbraum. Wir haben keine Anti-Reflex-Beschichtung und das größte Problem in meinen Augen, das Display ist weiterhin nicht vollständig laminiert. Das heißt, es gibt eine Luftschicht zwischen dem Displayglas und den Pixeln und dadurch fühlt sich einfach das Schreiben mit dem Apple Pencil auf diesem Display nicht so direkt an. Und da wären wir direkt bei dem nächsten riesigen Problem. Dieses iPad ist, obwohl es quasi fast das gleiche Design hat wie das iPad Air, nicht mit dem Apple Pencil der 2. Generation kompatibel, sondern mit dem Apple Pencil der 1. Generation. Und das ist in meinen Augen vollkommen absurd, da wir auf der Unterseite jetzt einen USB-C-Port verbaut haben und der Apple Pencil der 1. Generation ja über Lightning aufgeladen wird. Das heißt, Apple hat sich gedacht, wir legen jetzt einfach bei dem Apple Pencil noch einen Adapter dabei und dann kannst du den auch mit dem neuen iPad der 10. Generation benutzen. Ganz ehrlich, ich verstehe absolut nicht, was sich Apple dabei gedacht hat. Das ist in meinen Augen eines der größten Mankos an diesem Gerät und wer einen Apple Pencil benutzen möchte, der sollte in meinen Augen generell lieber zu einem iPad Air der 4. oder 5. Generation greifen. Das ist auf lange Sicht definitiv die bessere Wahl. Der Apple Pencil der 1. Generation ist nicht schlecht, aber gerade diese Aufladeproblematik, ganz ehrlich, das ist furchtbar gelöst. Was den Prozessor angeht, verbaut Apple nun einen A14-Chip, also der gleiche, der auch im iPad Air der 4. Generation zum Einsatz kam und eine Generation besser als im iPad der 9. Generation. Das ist ein super guter und schneller Prozessor, bedenkt aber, dass ihr einen M1-Prozessor benötigt, um euer iPad aktuell mit der neuesten iPadOS-Version mit einem externen Monitor betreiben zu können, wenn ihr nicht wollt, dass das Display einfach nur gespiegelt wird. Nichtsdestotrotz, ich finde die Prozessorwahl ist hier auf jeden Fall nachvollziehbar. Was die Kameras angeht, haben wir auf der Rückseite einen neuen 12-Megapixel-Sensor. Auch hier vermute ich, dass das der gleiche wie im iPad Air sein wird. Dazu gibt es leider keinen Blitz. Nichtsdestotrotz ist die Fotoqualität hier ziemlich passabel. Und auf der Vorderseite sehen wir da tatsächlich mal eine ziemlich interessante Neuerung. Und zwar befindet sich die Frontkamera jetzt nicht mehr oben, sondern quasi rechts. Sodass, wenn man das iPad im Landscape-Modus benutzt, die Kamera wieder oben ist und man quasi, wenn man über FaceTime telefoniert, sein Gegenüber direkt
direkt anschaut. Das ist immer nur so eine Sache, die ich bei den alten iPads gerne mal kritisiert habe und bin sehr, sehr froh, dass Apple dann hier die Frontkamera umpositioniert hat. Was die Qualität angeht, müsste es die gleiche sein. Das heißt, wir haben diesen Ultra-Weitwinkel verbaut, der dein Gesicht automatisch tracken kann. Hier wissen wir ja, der ist qualitativ vielleicht manchmal gar nicht so, so gut, wie der eigene Vorgänger war. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier dann eben die Möglichkeit, das Gesicht zu tracken und das ist es meiner Meinung nach wert, auch etwas an Qualität zu verlieren. Eine Sache, die ich ebenfalls hervorheben möchte, ist, dass das iPad der 10. Generation jetzt endlich auch richtige Stereo-Lautsprecher verbaut hat. Das heißt, nutzt man das iPad im Querformat, dann hat man einen links und einen rechts und hat damit richtig guten Stereo-Klang, nicht wie das noch beim iPad der 9. Generation war. Außerdem hat Apple für das neue iPad auch neues Zubehör vorgestellt. Es gibt jetzt ein Magic Keyboard Folio, quasi eine etwas abgewandelte Form vom Magic Keyboard, was mit ein paar kleinen Defiziten einherkommt, aber ein paar Sachen auch besser macht und 299 € kostet, also ebenfalls wieder ziemlich, ziemlich teuer ist. Das erste, was man dazu sagen muss, das iPad der 10. Generation hat die Smart Connector Pins nicht auf der Rückseite, sondern im Landscape-Modus unten positioniert. Und dieses neue Magic Keyboard Folio, das besteht jetzt aus zwei Teilen. Einer Tastaturhälfte, die eben unten magnetisch über diese Smart Connector Pins verbunden wird. Ihr habt dann hier auch einen Trackpad und im Vergleich zum normalen Magic Keyboard auch Funktionstasten. Das finde ich wirklich cool. Dafür fällt auf der Seite der USB-C-Anschluss weg und ich habe auch noch nichts von der Hintergrundbeleuchtung gelesen. Und dazu gibt es dann quasi noch eine Rückseitenabdeckung mit einem extra Scharnier, was ihr anwinkeln könnt, um das iPad eben in verschiedenen Aufstellwinkeln hinzustellen. Ich sag mal, wenn man an einem Tisch arbeitet, wird das ziemlich gut funktionieren. Auf dem Schoß stelle ich mir das aber ehrlich gesagt nicht so geil vor, aber ich finde es wirklich cool, dass man eben die Tastatur super leicht abnehmen kann oder auch einfach nach hinten umklappen kann. Das ist ja etwas, was mit dem normalen Magic Keyboard leider nicht möglich ist. Und apropos normales Magic Keyboard, das ist mit dem iPad der 10. Generation nicht kompatibel, denn wie gesagt, die Abmessungen sind leicht unterschiedlich und die Smart Connector Pins sind ja auch nicht auf der Rückseite, sondern unten positioniert. Das, was mich am neuen iPad aber am meisten geschockt hat, war dann der Preis. Das iPad der 9. Generation hat 379 € gekostet und das Standard-iPad war ja immer dafür bekannt, dass es wirklich ziemlich günstig war und man dadurch einen sehr guten Einstieg in iPadOS zu einem sehr günstigen Preis hatte. Apple hat das iPad der 9. Generation weiter im Sortiment gehalten. Nur kostet es nicht mehr 379 €, sondern ist etwas teurer geworden. Und das neue iPad der 10. Generation ist nicht etwas teurer geworden, sondern viel teurer. Um genau zu sein, kostet es in der Wi-Fi-Only-Version mit 64 GB Speicher stolze 579 €. Und möchte man mehr Speicher, dann muss man direkt auf 256 GB upgraden und dann zahlt man ganze 779 €. Für das Wi-Fi-Only-Modell. Man kann natürlich auch noch Wi-Fi und Cellular nehmen, dann zahlt man nochmal etwas mehr und bekommt jetzt auch 5G. Aber ganz ehrlich, diese Preise sind schon wirklich, wirklich heftig und ich frage mich wirklich, ob es damit vor allem für Schulen, wo das normale iPad ja wirklich viel zum Einsatz kam, wirklich interessant ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir immer noch die Problematik mit dem Apple Pencil der 1. Generation haben. Denn über das Display, da kann ich noch drüber hinwegschauen, selbst über diese fehlende Laminierung, was wirklich schade ist. Aber dass der Apple Pencil der 2. Generation nicht kompatibel ist, das ist wirklich mies. Und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich das iPad der 10. Generation aktuell nicht empfehlen. Ich habe es mir natürlich bestellt und werde es mir auch nochmal wirklich in echt anschauen und mit den anderen iPads vergleichen. Aber mein erster Eindruck ist wirklich, wirklich negativ. Es ist ziemlich teuer geworden und bietet dafür aber nicht das, was ich erwartet hätte. Ganz ehrlich, dann hätten sie wirklich lieber einfach genau die gleiche Hardware wie im iPad Air der 4. Generation genommen und hätten einfach nur die Frontkamera umpositioniert. Und hätten es für den Preis angeboten, das wäre deutlich sinnvoller gewesen. Und das ist auch die Empfehlung, die ich für die meisten aussprechen kann. Schaut lieber nach einem iPad Air der 4. Generation. Ich werde die beiden Modelle auch nochmal ausführlich miteinander vergleichen. Dann macht ihr eigentlich so gut wie nirgendwo Abstriche und habt ein rundum, in meinen Augen, besseres Gerät für den gleichen Preis oder maximal mal 50 € mehr. Schreibt mir eure Meinung zum iPad der 10. Generation mal in die Kommentare und dann diskutieren wir drüber. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mein ausführliches Review nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video.